ist die Kollegin Britta Hasselmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, wir reden heute über einen Gesetzentwurf, der lange, lange Zeit überfällig war, dass er dieses Parlament erreicht und dass er Entlastung für die Kommunen und Länder bringt im Bereich der Integration und der Unterstützung und Eingliederung für die Kommunen, die nämlich in der Integration sehr, sehr wichtige Aufgaben leisten, eigentlich die Stütze des Ganzen sind. Denn ohne die Kommunen wären wir in der Frage der Integration, der Aufnahme von Menschen, die auf der Flucht waren, nicht da, wo wir heute sind. Und das wissen wir alle. Es ist, um damit anzufangen, es ist gut so, dass heute durch die Einbringung des Gesetzentwurfs klar ist, dass der Bund sich nicht länger wegdrückt aus der Verantwortung, endlich auch die Kosten der Integration wenigstens ansatzweise zu übernehmen. Dahin haben wirklich Länder und die kommunalen Spitzenverbände, aber Sie alle, meine Damen und Herren von der Großen Koalition, erstmal wirklich tragen und drängen müssen. Wie viel Druck hat es gebraucht? Das ist so, meine Damen und Herren. Wie viel Druck hat es gebraucht, von Seiten der Länder und der Kommunen immer wieder zu betonen, wir nehmen die Menschen auf, die aus der Flucht, aus der Not, aus Kriegs- und Krisenregionen zu uns kommen. Und wir brauchen die Unterstützung auch des Bundes. Und der Bund muss anerkennen, dass es eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, Integration zu finanzieren und deshalb auch einen finanziellen Beitrag zu leisten. Und es ist gut, dass das heute endlich klar ist, dass das jetzt für die Jahre 2016 bis 2018 auch so ist, dass 2,6 Milliarden Euro für die Entlastung der Kommunen bei der KDU ausgegeben werden, für den Bereich Flüchtlinge, dass 2 Milliarden jährlich an Integrationspauschale an die Länder gehen. Das ist notwendig für die ganzen Aufgaben, die Kommunen und Länder vor Ort auch zu bewältigen haben, wenn es um die Integrationsleistung geht. Eine offene Frage ist aber nicht beantwortet, und das ist die, warum jetzt diese Festlegung auf diese jährlichen Zahlungen für einen konkreten Zeitraum. Warum keine strukturelle Entlastung im Bereich der Integration? Das ist von uns, das ist von den Kommunen und auch von Seiten der Länder immer wieder betont worden. Denn Integrationsaufgaben und Fluchtbewegungen, die daraus resultieren, Aufgaben vor Ort, und die sind nicht planbar. Und wenn es wieder so lange dauert wie jetzt, bis die Bereitschaft besteht, des Bundes da auch was zu tun, dann ist das natürlich fehlerhaft oder mangelhaft. Und man könnte viel besser durch strukturelle Unterstützung, die klar vereinbart werden, hier ein Signal setzen, als durch einmalige Entgegenkommen oder Vereinbarungen, wie das jetzt der Fall ist. Das ist, glaube ich, wichtig, auch für die weiteren Debatten, die wir führen, und zwar ohne. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht anerkennen, dass klar ist, dass hier eingestiegen wird in das Thema Integrationskosten, richtig notwendig und überfällig. Frau Kollegin Gottschalk, Sie haben gerade gesagt, versprochen und gehalten. Da will ich doch auf einen Punkt anspielen, wo ganz klar ist, dass das nicht der Fall ist. Sie haben im Koalitionsvertrag zugesagt, dass 5 Milliarden Euro an die Kommunen gehen. Wenn man sich den Gesetzentwurf anguckt, ist das schon mal nicht so. Es gehen 4 Milliarden Euro an die Kommunen und 1 Milliarde an die Länder. Also, das heißt, aus dem Versprochen und Gehalten ist schon mal abschließend nichts geworden, denn die 5 Milliarden gehen nicht in Gänze an die Kommunen. Sie haben auch darüber hinaus versprochen, dass die 5 Milliarden über die Entlastung bei der Eingliederungshilfe an die Kommunen gehen. Auch das, davon redet hier in diesem Haus niemand mehr. Das ganze Thema Bundesteilhabegesetz läuft auf einem ganz anderen Diskussionsstrang. Da müssen wir jetzt erst mal sehen, wie die Finanzierung laufen soll. Alle diejenigen, die sich Hoffnung gemacht haben in der Hinsicht, werden enttäuscht, weil klar ist, dafür gibt es keine Finanzierung mehr. 4 Milliarden sollen jetzt zum Teil über die Umsatzsteuer und zum Teil über die Kosten der Unterkunft an die Kommunen gehen. Und dabei haben Sie ein ganz großes Problem. Selbst Herr Schäuble hat vorhin immer von den finanzschwachen Kommunen geredet. Sie machen hier aber wieder das Prinzip Gießkanne.
4 Milliarden anstatt 5 gehen an die Kommunen, und zwar gehen die über einen Verteilschlüssel, bei dem 2,4 Milliarden über die Umsatzsteuer an die Kommunen gehen. Und das sind eben nicht die finanzschwachen Kommunen. Und das wissen alle hier im Saal. Wichtig ist doch, dass die finanzschwachen Kommunen in der Priorität die Unterstützung kriegen und nicht das Signal, das ist, es bekommen vor allen Dingen die Kommunen, denen es gut geht. Und schauen Sie sich in der kommunalen Landschaft mal um. Die sagen Ihnen alle sofort, was das bedeutet. Wenn der Verteilungsschlüssel so bleibt, wie Sie ihn jetzt vorschlagen, dann wird Düsseldorf mehr Geld bekommen durch diese Verteilung als Solingen. Düsseldorf wird mehr Geld bekommen als Mönchengladbach. Und das sind finanzschwache Kommunen. Das könnte ich jetzt auch Pirmasens beziehen, auf Duisburg oder viele andere Städte. Und das ist doch nicht richtig. Der Ansatzpunkt darf doch nicht sein, die Gießkanne, sondern der Ansatzpunkt muss sein, die finanzschwachen Kommunen zu entlasten von Bundesseite. Und hier braucht es eine Änderung im Gesetzentwurf, in den Beratungen. Darauf hoffe ich. An dieser Stelle denke ich, vielleicht ist bei Ihnen auch mal ein Umdenken möglich in Richtung der finanzschwachen Kommunen und natürlich bei Ihnen auch, bei den Ländern. Ich weiß nicht, warum Sie in der Hinsicht da Druck gemacht haben, dass genau dieser Schlüssel zustande kommt und sich gleichzeitig dann auch noch 1 Milliarde nur für sich nehmen. Für die CDU.